fliegt mit den Gänsen davon. Schöner, ein richtiges Räuberdasein zu führen, als den ganzen Tag nur nach Würmern und Larven zu picken wie die anderen Krähen. So was ist nichts für eine richtige Krähe. Kommt, Freunde, jetzt wollen wir uns mal nach Herzenslust amüsieren. Wir sind dabei. Na, willst du wohl hierbleiben, du dummes Ei? Hier, das habe ich eben gefunden. Oh, ein Hühnerei. Das kommt mir gerade recht. Au. Nanu. Na, mein liebes Kleines. Haut an! Was meinst du, Windeile? Wollen wir den alten Bauernköter mal so richtig ärgern? Das ist eine gute Sache, Windkarl. Los, nehmt ihm seinen Knochen weg. Wir sind schon unterwegs. Oh, wartet nur, bis ich euch mal erwische, euch Krähenpack. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wohin wir fliegen, Fummel drin. Sei unbesorgt, Nils. Ich bring dich an einen Ort, wo du ganz sicher bist. Da würde ich der Fuchs auf keinen Fall finden. Wie kannst du es nur bei diesen Galgenvögeln aushalten? Sie sind erst so geworden, seit sie Windeile zu ihrem Anführer gewählt haben. Warum fliegst du so tief, Fummel Drummel? Keine Angst, Nils. Ich bring dich sicher ans Ziel. Hoffentlich hast du dich nicht verflogen. Halt dich fest, wir landen. Vorsicht, da ist ein Mensch. Ja, Nils, ich weiß. Du musst Vertrauen zu mir haben. Was machen wir hier und wo sind wir überhaupt? Hier könnt ihr erst mal bleiben. So. Dieses Versteck kennt Smirre nicht. Unsere Hütte zu Hause sieht ganz ähnlich aus. Sie gehört mir. Das heißt, um ehrlich zu sein, ich benutze sie nur als Versteck. Ich habe hier sogar schon mal eine Zeit lang gewohnt. Mir gefällt's hier. Sag mal, hast du denn keine Angst, dass sich hier jemand entdecken könnte? Ach, wer sollte mich schon entdecken? Hier kommt ja zu meinem Glück fast nie jemand rein, weißt du. Du bist aber mutig. Halb so schlimm. Diese Hütte ist nur noch ein Geräteschuppen. Aber sag den anderen nichts davon. Das soll mein Geheimnis bleiben. Nein, natürlich erzähle ich ihnen nichts davon, wenn du es nicht willst. Aber glaubst du nicht, dass sie viel mehr Respekt vor dir hätten, wenn sie wüssten, dass du sowas wie das hier besitzt? Vielleicht hast du recht, vielleicht aber auch nicht. So wie ich diese Bande kenne, ist es besser, nicht allzu vertrauensselig zu sein. Sicher ist sicher. Du bist viel zu bescheiden, wie immer. Du musst dich wehren, setz dich durch, damit die anderen dich nicht so schlecht behandeln. Du kannst dir doch nicht alles gefallen lassen, Fummle Drummle. Wir werden sehen, Nils. Jetzt muss ich aber zurück, sonst werden die anderen misstrauisch. Komm bald wieder her! Hm,
Na gut, einmal ist mir dieser freche Knirps noch entkommen, aber das nächste Mal kriege ich ihn bestimmt. Und die Krähen werden mir helfen, und wenn ich sie dazu zwingen muss. Hast du das gesehen? Alle anderen haben viel mehr Münzen in ihren Nestern als ich. So eine Gemeinheit, du musst was unternehmen. Wer ist denn hier der Anführer? Das ist doch wirklich die Höhe. Anstatt irgendwas zu tun, sitzt du hier und starrst in die Gegend. Muss ich denn alles selber machen? Ja, schon. Hört mal alle her. Ich bin euer Anführer und deshalb müsst ihr alles Gold bei mir abliefern. Sammelt sofort alle Münzen aus euren Nestern ein und stapelt sie hier bei mir. Und dass ihr mir keine Münze vergesst, habt ihr verstanden? Bringt alle her. Die paar können wir doch behalten. Ja, das finde ich auch. Wie kommen wir dazu, den beiden alles zu geben? Hey, was denkt ihr euch eigentlich dabei? Wollt ihr mich vielleicht für dumm verkaufen? Nichts für ungut, Windkara. Wir haben es ja nicht so gemeint. Das kann jeder behaupten. Die Münzen gehören mir. Pech. Also so geht das nicht weiter. Das wäre ja noch schöner. Wir machen die ganze Arbeit und sie streicht den Gewinn ein. Es gibt doch für eine richtige Krähe nichts Schöneres als Gold, finde ich. Ja. Wie recht du hast, meine Liebe, dieser Glanz, dieser herrliche Glanz. Ich könnte immer darin rumwühlen. Das macht mir fast noch mehr Freude, als den dummen Menschen silbernen Löffel zu stehlen. Mir auch, deshalb holen wir uns jetzt noch den Rest. Wir fliegen alle zum Münzentopf. Wir kriegen den Hals nicht voll. Er ist nur meine Anführer. Wenn ich Glück habe, ist denen meine Abwesenheit gar nicht aufgefallen. Jetzt sitze ich hier schon eine Ewigkeit rum und warte nur darauf, dass dieses Krähenvolk zurückkommt. So eine Unverschämtheit! So, da sind wir. Jetzt wollen wir die restlichen Münzen holen. Ja, sonst werden sie womöglich noch gestohlen. Auf jeden Fall sind wir dir alle sehr dankbar, dass du so lange auf unser Gold aufgepasst hast. Ich glaube, ich höre nicht recht. Seit wann handelt es sich hier um euer Gold? Wenn ich nicht gewesen wäre, hättet ihr es nie fertiggebracht, den Topf zu öffnen. Es war meine Idee, Nils zu holen. Das ist doch geradezu lächerlich. Windeile sagt ihm, dass wir uns von einem dahergelaufenen Fuchs nicht beleidigen lassen. Er hat sie ganz recht. Wenn du dich nicht etwas höflicher benimmst, dann werden wir dir zeigen, wer hier was zu sagen hat. Das wollen wir erst mal sehen. Lass mich los! Du helft ihm doch! Aber wie denn? Hör zu, wenn du Nils nicht sofort herbeischaffst, hat dein letztes Stündlein geschlagen. So gut. Ich glaube dir ja, aber du musst mir auch glauben. Ich weiß nicht, wo der Junge im Augenblick ist. Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Bitte, Schwere, lass mich endlich los. Ich würde dir ja gerne helfen, wenn ich könnte, aber ich weiß nicht wie. Dann bekommt ihr eben auch kein Gold mehr. Jetzt ist er weg. Windkara, lass doch das Gold. Kommt nicht in Frage. Ja. Also. Du wirst mir doch nichts tun. Lass mich raus. Jetzt kannst du beweisen, wie schlau du bist. Du hast doch behauptet, dass du auch ohne meine Hilfe den Topf aufmachen kannst. Ich bin gespannt, wie du das fertigbringen willst. An deiner Stelle würde ich mich etwas beeilen, denn allzu viel Luft zum Atmen wird Windkara in diesem Topf nicht haben. Ja? Hör mal, Schmirre. Da fällt mir etwas ein. Es gibt hier einen von uns, der weiß, wo der Junge ist. Rummle, Drummle, wo hast du den Knirps hingebracht? Wer, ich? Bleib hier! Wo ist Nils? Du sollst antworten! Entschuldige, Fummle Drummle, ich wollte dir nicht wehtun, ganz bestimmt nicht. Aber du musst das verstehen, du bist der Einzige, der uns aus dieser dummen Lage heraushelfen kann. Hilfe! Hilfe! Verhilf mir doch! Mach den Deckel auf! Du musst Nils hier bringen, sie wird es da drin nicht mehr lange aushalten. Wie oft soll ich es dir noch sagen, Windeile? Ich habe wirklich keine Ahnung, wo sich der Junge im Augenblick befindet. Ach, du lügst doch, wenn du den Schnabel aufmachst. Du hast ihn doch versteckt. Tja, dann werdet ihr den Jungen eben suchen müssen, wenn ihr das Leben von Windkara retten wollt. Windeile! Ich weiß nicht, wo er ist, mehr kann ich nicht sagen. Du lügst! Nein, du lügst! Habt ihr vielleicht irgendeine Idee? Nein, aber wir haben gesehen, dass er mit Nils auf dem Rücken weggeflogen ist. Ja, das haben wir gesehen, ganz genau. Also doch, los, zeig uns sofort, wo er ist. Was
denn nur, Nils? Warum läufst du denn die ganze Zeit im Kreis herum? Ich mache mir Sorgen, Krümel. Was sollen wir bloß tun? Wenn wir rausgehen, erwischt uns Mirre. Und wenn wir drin bleiben, finden uns die Wildgänse nicht. Ich find's ja gar nicht schlecht. Von den Kartoffeln können wir uns mindestens ein Jahr lang ernähren. Hoffentlich fliegen sie nicht ohne uns weiter. Wenn ich doch bloß wüsste, was wir machen sollen. Könnt ihr uns sagen, ob ihr einen ganz kleinen Jungen mit einem winzigen Hamster gesehen habt? Ihr meint wohl den Krähenreiter. Ja, wir haben einen gesehen. Der saß auf dem Rücken einer großen Krähe. Vielen Dank, mein Freund. Komm, Dornfein. Ich werde euch schön warm halten, damit ihr groß und stark werdet. Hast du einen kleinen Jungen gesehen, der auf einer Krähe fliegt? Nein. Hallo, ihr beiden. Ja, ihr da unten. Wir? Habt ihr einen kleinen Jungen gesehen? Er hat einen winzigen Hamster bei sich und sitzt auf dem Rücken einer großen Krähe. Hamster? Nein, ich nicht. Ich auch nicht. Hol mich raus, wenn's alles. Das hast du dir so gedacht, bevor Nils nicht da ist, lasse ich hier keinen Ram. Mach den Deckel auf, Mirre. Du kannst doch alles Gold für dich haben. Wo bleiben die denn nur? Sie müssten längst zurück sein. So lange kann das doch nicht dauern. Mirre, die bringen Nils bestimmt her. Wir sind gleich da. Es ist die Hütte da unten. Ich bin gespannt, ob du diesmal die Wahrheit gesagt hast. Also gut, ich hab euch hergebracht. Wie geht's jetzt weiter? Hm? Sieh mal, da ist ja ein Mensch. Hast du denn gar keine Angst vor ihm? Ich fürchte mich. Ich tue ihm nichts und er tut mir nichts. Los, kommt. Ich sehe ihn nicht. Du hast uns doch schon wieder belogen. Nein, das habe ich nicht. Ihr werdet schon sehen. Nils, Krümel, wo seid ihr denn? Hier drin steckt er also. Wir werden ihn schon finden. Ich verstehe das nicht. Kannst du dir erklären, warum uns Fumle Drumle verraten hat? Der hat das bestimmt nicht gewollt. Wir haben ihn dazu gezwungen. Ich musste ihnen sagen, wo ihr seid. Den Grund erzähle ich euch später. Hier könnte ich es auch eine ganze Weile aushalten. Hast du diese vielen herrlichen Kartoffeln hier gesehen? Und wie gut die schmecken. Aber trotzdem, ich muss ehrlich sagen, ich hätte immer Angst vor den vielen Menschen hier in der Nähe. Ach was, ich störe die nicht und deswegen lassen sie mich auch in Ruhe. Trotzdem, Fumle Drumle, alles was recht ist, so viel Mut hätte ich dir niemals zugetraut. Halb so wild. Ein schönes Kartoffellager hat er sich hier angelegt. Das hat er sehr gut gemacht. Und wenn ich mich nicht so vor den Menschen fürchten würde, könnte ich mich hier richtig wohlfühlen. Also, Fumle Drumle, was hast du mir zu sagen? Weißt du... Ich möchte keine Ausreden hören. Es war nicht meine Schuld. Wieso hast du sie denn hergebracht? Ich kann dir alles erklären. Smirre hat Windkara in den Topf gesperrt und will sie nicht mehr rauslassen. Warum denn das? Er will den Deckel erst wieder öffnen, wenn wir dich zu ihm gebracht haben. Ich hatte keine andere Wahl, glaub mir. Hier kann man's aushalten. Und hier kann uns Windkara nichts wegnehmen. Es gibt genug davon. Von mir aus könnt ihr essen, so viel ihr Lust habt. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Na bitte. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Krähen mit ihrem Anführer nicht mehr ganz zufrieden sind. Das Beste wäre, sie würden dich zum Anführer wählen, Fumle Drumle. Was, mich? Ja, du könntest aus diesen Räubern wieder anständige und ehrliche Tiere machen. Hört lieber zu, statt euch den Bauch voll zu schlagen. Also, ich verstehe euch sowieso nicht. Warum habt ihr euch zu dieser Art Leben verleiten lassen? Ihr seid zu einer üblen Räuberbande geworden, vor der alle Angst haben. Dabei nehmen wir uns alles weg. Wir dürfen nichts für uns behalten. Lasst euch das nicht gefallen. Ja, ich glaube, er hat recht. Vielleicht lassen wir uns wirklich zu viel gefallen. Vielleicht würde es mir gelingen, besser für euch zu sorgen. Willst du damit sagen, mit dir als Anführer müssten wir nie wieder hungern? Versuchen wir es. Wir wählen Windeile einfach ab. Was meint ihr? Ja, wir haben ja nichts zu verlieren. Versuchen wir es. Smirre, bitte. Lass mich wenigstens einmal kurz hineinschauen. Was ist, meine Liebe? Bist du noch am Leben? Windkara. Ihr Krähen seid ein zähes Volk. Deine Windkara ist bestimmt noch am Leben. Da brauchst du keine Angst zu haben. Ich bekomme langsam Hunger. Wenn Nils nicht bald auftaucht, sehe ich schwarz für deine Windkara. Gibt es denn gar nichts, womit ich dich erweichen kann?
Ich hab doch gewusst, dass sie kommen. Na endlich, auf meine Krähen kann ich mich verlassen. Das war auch höchste Zeit. Ja, da ist er. Na, mein Kleiner? Ja, hier bin ich. Jetzt sag ihm, er soll den Topf aufmachen. So, ich hab mein Wort gehalten. Jetzt nimm den Deckel ab. Nein, nein, erst will ich Nils haben. Was? Das ist doch die Höhe. Werd ich den gar nicht gefragt? Du hast hier überhaupt nichts zu sagen. Ich würde dir empfehlen, dich da rauszuhalten. So, das hast du nun davon. Du wirst jetzt Windkara befreien. Ich denke überhaupt nicht dran. Da müsst ihr schon selbst sehen, wie ihr weiterkommt. Na? Na, du Schlaufuchs, kannst du mir vielleicht verraten, was wir jetzt machen sollen? Überlass das nur mir, du freche Krähe. Das kleine Burschchen werde ich schon zur Vernunft bringen. Na dann los. Was wollt ihr von mir? Was habt ihr vor? Du hast ein zu freches Maul. Lass das. Nils in Ruhe, sonst bekommst du es mit uns zu tun. Komm schon, Nils. Windkara ist da drin. Du musst sie befreien. Mach dich an die Arbeit. Los. Mhm. Nun beeil dich, du wirst es schon schaffen. Die Arme ist bestimmt schon halb erstickt da drin. Ja. Los, Nils, streng dich an. Du musst es nochmal versuchen. Wir müssen sie rausholen und du bist der Einzige, der das schaffen kann. Ach, ich schaffe es nicht. So, Nils, du hast es gleich geschafft. Na, endlich. Ach. Ja. Frische Luft. Ach. Bleib stehen. Euch gefahren? Seid ihr verrückt geworden? Was ist denn los, mein Lieber? Was hat denn das zu bedeuten? Tu doch was! Fertig! Platz! Du bist mir eine Erklärung schuldig, Fummle Drummle. Ich möchte sofort und ganz genau wissen, was hier vorgeht. Er muss es ja doch einmal erfahren, also sagen wir es ihm. Was soll das heißen? Sag nur, du steckst mit dem Kerl unter einer Decke. Ja, so ist es. Ihr habt es erraten. Wir haben beschlossen, dich als Anführer abzusetzen. Jawohl. Fummle Drummle wird ab sofort deinen Platz einnehmen und wir alle werden ihm folgen. Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht möglich. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Da habt ihr euch geirrt. Was ist denn? Au, was fällt dir denn ein? Au, lass sofort los. Au, du reißt mich alle Federn aus. Loslassen, sag ich. Au. Das ist ja interessant. So sieht also eure Dankbarkeit aus. Aber eins kann ich euch versprechen. Von meinem Gold bekommt ihr kein einziges Stück. Einem Krähenanführer die Schwanzfedern auszureißen. Ihr habt das zu tun, was ich euch befehle. Du hast ja überhaupt nichts mehr zu sagen. Das ist ja die größte Frechheit. Jetzt lässt man dich nicht mal mehr ausreden. Und du hast die so lange geführt. Was ist denn mit euch allen los? Ihr steht da und sagt kein Wort. Habt ihr denn wirklich vergessen, wie schön es war, als wir die Hasen durchs Dickicht gejagt haben? Wie oft haben wir den Menschen alles silberne Zeug gestohlen? Waren das nicht herrliche Zeiten? Mit diesem Unfug ist es jetzt vorbei. Wir wollen wieder ein ehrenwertes Leben führen. Ja. Wenn jemand von euch für Windeile sprechen will, dann hat er jetzt Gelegenheit dazu. Hat jemand was Gutes über ihn zu sagen?
Augenblick, mir fällt was ein. Ihr stimmt einfach ab und ihr wählt den Anführer, den ihr haben wollt. Na, wie findet ihr das? Das ist doch die beste Lösung. Feiglinge, ich brauche euch nur anzusehen und schon zittert ihr vor Angst. Ja, mit einem kleineren gegenüber warst du schon immer sehr mutig, das wissen wir. Das ist nicht wahr, Windeile. Ich bin kein Feigling. Es ist feige, einem Schwachen zu drohen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Du musst doch schon gemerkt haben, dass dich keiner von uns mag. Wer für Windeile als Anführer ist, der bleibe sitzen. Ja, wir sind für Fummle, Drumle. So eine Gemeinheit. Wartet, euch werde ich's zeigen. Ihr seid schlecht. Ich hasse euch. Lass los. Ab jetzt wollen wir Fummle, Drumle folgen. Hoch lebe Fummle, Drumle, unser Anführer. Fummle, wir gratulieren dir. Was wird aus uns? Zur Belohnung für deine gute Idee bringen wir euch zurück zu euren Wildgänsen. Los, steigt auf meinen Rücken. Danke. Komm, Krümel. Jetzt haben wir nur noch das Gold. Ja. Das ist alles gar nichts. Nils! Nils Holgersson! Nils, wo bist du? Nils! Nils! Nils, wo bist du? Zeig dich! Nils Holgersson, wo steckst du? Hallo! Hier sind Martin und Daunenfein. Ich hab ja gesagt, dass sie uns finden werden. Und wer hat wieder einmal recht behalten? Ich! Bin ich froh, dass ihr endlich wieder da seid. Ich auch. Der Tarkan ist ein großer See. Und bevor die Menschen versucht haben, ihn trocken zu legen, war er wohl noch viel größer. Die Ufer sind moorig geworden und das Schilf bildet einen breiten grünen Gürtel um den See. Es bietet unzähligen Vögeln Schutz und Nahrung. Auch ein junger Wildenterich namens Jarro lebte hier, bis er eines Tages in die Gefangenschaft geriet und von den Menschen als Lockvogel benutzt wurde. Doch von all dem wollen wir in unserer nächsten Geschichte erzählen.